in eurer ganzen Größe begegnet. Das ist so berührend und das ist so tief und das ist so ekstatisch. Dafür gibt es. Hey, ihr ganz Wunderbaren. Hey, ihr Lieben. Wie ihr seht, wir kommen gerade vom Skifahren. Ja, wir sitzen hier ein bisschen wie die Eskimos. Ja, es ist wirklich sehr kalt. Ja. Und wir möchten dir den Raum öffnen für eine ganz besondere neue Woche, die mehr denn je in den Rauhnächten schon schwingt und die einen ganz wundervollen Neumond mit sich bringt. Am 13., das ist der Mittwoch, kannst du mit uns bei 108 Ohms wieder dich einschwingen. Dieses Mal geht es ums Ganzsein. Deine Vibration spüren. Spüren, wie fühlt sich das denn an, wenn deine Zellen sich wieder freischütteln. Und das ist wirklich, also es ist das Highlight der Woche. Und ja, es öffnet schon ganz weit die Türe für die Rauhnächte, die bald beginnen. Ja, einige sind ja schon angemeldet. Und ihr spürt es sicherlich schon, dass es einfach ein ganz besonderes Feld ist. Es ist so tief und so weitbringend, ja, so heilend und so reinigend, das ist nie da gewesen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir ganz da sind. Also ja. Ja, es ist wirklich, da kannst du mal in unser Feld schauen oder wenn du willst, insgesamt ins Luahoku-Feld. Auch die Rauhnächte öffnen wieder so weit die Tür, dass du starten kannst, dass du eben Freiraum in dir schaffst. Ja. Und wenn du dich fragst, für was brauche ich Freiraum in mir, das ist wirklich das Allerschönste, was es gibt. Ich kann es gar nicht in Worten beschreiben. Weißt du, wenn du in dir Freiraum hast, dann erlaubst du gleichzeitig, dass sich deine Größe und deine Kraft entfaltet. Und vielleicht ist das ein schöner Filter für die vergangene Woche und für die neue Woche, dass du mal reinschaust, wo machst du zu? In welchen Situationen machst du dich klein? Vielleicht spürst du sogar, dass du nicht mehr atmest oder dass du die Schultern so zurückziehst. Wo gehst du aus deiner Größe? Denn wenn du mal unsere Körperhaltung anschaust, das ist eine aufrechte Haltung, weil wir uns sichtbar machen. Und wo hast du Situationen, wo du reinduckst? Und dann vielleicht für die neue Woche, dass du dir eine von den Situationen raussuchst und sagst, ich bleib einfach mal stehen. Und probier's ruhig auch mal zu Hause. Es ist sowohl auf allen Ebenen neu und am Anfang anstrengend. Wenn du immer so sitzt und immer deine Körperhaltung so ist, das ist wie auch mit dem Schneidersitz sitzen, sitzt du 3 Minuten aufrecht oder noch weniger und du denkst dir, oh, jetzt bin ich aber schon wieder ein bisschen müde. Ich glaube, ich kann nicht. Ja. Und energetisch ist das natürlich genauso. Wenn in dir alles nur gewohnt ist, niedrig zu schwingen, sozusagen auf Ebenen zu schwingen, die eben halt schlechte Laune, Missgunst und alles, also du kannst dir jetzt deine eigenen Sachen dazu machen, wenn du schlecht gelaunt bist, niedrig schwingst oder vielleicht sogar gut gelaunt bist, es aber gar nicht echt ist und dadurch niedrig schwingst und dein System wird erstmal sagen, boah, was ist denn das hier gerade? Ich will gleich gerne wieder zurück und dann bleib dran. Einfach dran, es ist so schön und es hat so viel mit Erde zu tun. Ja. Ich habe gerade daran gedacht, dass gerade in dieser Jahreszeit, wenn es so kalt ist, neigen wir ja manchmal dazu, dass wir so klein ducken und sagen, okay, dann wird es nicht so kalt. Und probier auch da mal aus, dich groß aufzurichten. Das wird nicht wärmer oder kälter, es wird nur freier. Es ist auch wirklich, wenn du gerade noch stark in deinem Kopf bist oder sozusagen bis eben warst, dann
kennst du das wahrscheinlich, dass wenn du dir Tage, Dinge oder egal was vorstellst und sozusagen festbeißt und sagst, okay, so muss das sein und dann habe ich einen schönen Tag, dann geht es mir gut und dann kann ich endlich zufrieden sein, endlich in den Frieden gehen, dann ist die einzige Möglichkeit, wie das passieren kann, ist, dass es genauso eintritt. Und wahrscheinlich bist du es dann nicht, sondern dann geht das Karussell oder das Hamsterrad einfach weiter. Und wenn du Freiraum in dir hast, dann ist es egal, wie es im Außen ist. Es kann eng sein, es kann weit sein, es kann die Sonne scheinen, es kann regnen. Und in dir ist der Freiraum, dass du dich gut fühlst, dass du sozusagen das, was du mit deinen vollkommen geisteskranken Plänen probierst, dann einfach leben kannst. Das ist so ein schönes Bild, weil das ist das, was du tatsächlich mit diesem Filter mal ausprobieren kannst. In der noch so kleinsten Kiste, in die du dich vielleicht gesteckt hast, kannst du aufrecht sein, für dich einstehen, aufrecht gehen und aufstehen. Und aufstehen hat null damit zu tun, dass du gegen irgendwas bist. Es hat einfach nur damit zu tun, dass du aufstehst. Und es hat auch nicht damit, viele stehen dann auf und stehen dann so mit so einem Blick. Steh einfach auf und spür, dass das Leben durch dich hindurchfließt. Spür, dass diese unfassbaren Liebesfrequenzen, die gerade strömen, dass die in jeder deiner Zellen strömen und fließen. Spür, dass es im Grunde ganz kalt ist und doch ist dir ganz warm, weil in dir strömt die pure Kraft, die sozusagen über diese Liebesfrequenzen im Feld einfach immer und immer wieder anvibriert wird. Immer wie so ein Morsefunken ist das gerade. So ein, da kommt diese Liebesfrequenz aus dem kristallinen Gitternetz, aus deinem Ursprung, deine Liebesfrequenz und die begegnet deiner Kraft und da kann unfassbar viel passieren und vielleicht fühlst du dich auch mega kraftvoll, dann geh raus, geh in den Schnee, wenn du keinen Schnee hast, gehst halt nicht in den Schnee, ja. Geh raus und freu dich. Und geh rein und freu dich. Ja. 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 Geh wirklich einfach in deinem Dich aufstellen, ganz in dein Berühren. Mhm. Weil das war gerade so schön, weil das stimmt, wenn du dich aufstellst und beim Aufstellen bewegt sich deine Nase so nach oben, weil du dann sozusagen zuläufst, dann bringst dir nichts, weil dann bist du sozusagen hochnäsig, gehst du durch die Welt und dich berührt gar nichts mehr. Ja. Und natürlich, du bist sozusagen aufgestanden. Und wenn du aber dich in deinem Aufstehen immer noch berühren lässt, dann erfährst du Wunder. Und wirklich ganz besonders, wenn ihr euch in eurer ganzen Größe begegnet. Das ist so berührend und das ist so tief und das ist so ekstatisch. Dafür gibt es keine Worte. Das ist einfach pures Schwingen im Menschsein. Ja, das ist es. Genieß deine Woche. Genieß deine Woche. Komm in die Rauhnächte. Komm einfach in die Rauhnächte. Ja. Und ja, oder du meldest dich gleich für die Meisterschule an. Die ist nämlich am 21. Januar startet die. Und das kannst du natürlich auch machen. Ne? Geht auch, ja. Oder beides. Also die Rauhnächte sind wirklich auch zu einem Preis, ich möchte fast sagen, das ist schon wirklich lächerlich. Und das darfst du dir gönnen. Du, ja. darfst dir das Beste gönnen. Jetzt, weil das Jahr 24 wird dich herausfordern. Es wird dich herausfordern an allen Stellen, auf allen Ebenen. Nicht, weil das Leben gegen dich ist, sondern weil das Leben immer wieder fragt, willst du lieben oder willst du zerstören? Und deswegen darfst du dich jetzt einfach, ich sag mal, fit machen. Und dafür gibt es nichts Besseres als die Meisterschule. Und wir sind da. Ja. Wie du siehst, wir sind fit. Ja, wir sind da. Wir sind einfach da. Ja. Ich liebe dich. Hab eine wunderschöne Woche. Und vielleicht sehen wir uns zum Neumond. Wenn du Lust hast, direkt mit uns im Neumond zu sein und zu Omen, dann kommst du mit uns in den Zoom-Raum. Musst dich einfach nur zum Newsletter anmelden. Dann hast du alle Daten bei dir.
Bis dann. Bis dann. Genieß dich.